Hallo, liebe Weltnetz-Community. Was ist Imperialismus heute? Weltnetz-TV hat ein Gespräch zwischen Sabine Kebier und Andreas Wehr zu dieser Frage aufgezeichnet. Hallo. Hallo. Russland hat vor kurzem ostukrainische und südukrainische Gebiete annektiert. Dadurch ist natürlich der Imperialismusbegriff, der neuerdings auch auf Russland und China angewendet wird, hat wieder neue Nahrung bekommen. Es hat in der UNO eine Abstimmung gegeben, wo also eine große Mehrheit der Länder, über 130, sich also gegen diese Annexion ausgesprochen haben. In welchem Zusammenhang muss man das sehen? Ist das nun ein großer Sieg des Westens oder sind da jetzt auch noch andere Dinge zu berücksichtigen? Meiner Meinung nach gibt es ungefähr dieselbe Anzahl von Ländern, die auch die Annexion der Golanhöhen und Westjerusalems nicht akzeptieren, wenn es in der UNO da zu Abstimmungen kommt. Und auch die Annexion der Westsahara durch Marokko wird also auch nicht akzeptiert. Hier geht es wirklich um ein grundlegendes Recht im Völkerrecht, dass es also faktisch unmöglich ist, eine Annexion in so kurzer Zeit zu akzeptieren. Es gibt dann de facto Anerkennungen. Ja, die Westsahara ist seit über 5 Jahrzehnten in marokkanischer Hand praktisch, wird auch dort entwickelt. Dennoch geben die Sahrawis, also die legitime Bevölkerung der Westsahara, gibt diesen Anspruch nicht auf ihr Land. Und die Palästinenser geben natürlich auch den Anspruch auf einen eigenen Staat nicht auf. Und so ist also auch diese Entscheidung in der UNO zu verstehen. Es gibt ja noch andere völkerrechtswidrige Zerstörungen von Staaten, und die also da auch in Frage kommen. Kämen und die da in diesem Zusammenhang diskutiert werden müssten? Ja, es gibt grundsätzlich das Sezessionsverbot, also der Abspaltung. Also das will man in der internationalen Gemeinschaft nicht. Spätestens seit der UNO-Charta, also seit der Gründung der Vereinten Nationen, aber auch schon vorher, führt das immer zu Konflikten, zu Kriegen, und die Grenzen sollen nicht verändert werden. Es gibt also weder das Recht, andere Gebiete zu annektieren, noch das Recht von Minderheiten, einfach aus einem Staatsverband auszuscheiden. Das ist auf dem Papier so, aber tatsächlich hat es in der Geschichte auch nach 1945, nach der Gründung der Vereinten Nationen, immer wieder Aufteilungen gegeben. Ich will nur erinnern an die Situation von 1999. Die westlichen Staaten unter Führung der USA haben das Kosovo abgetrennt gegen den Willen von Serbien. Und das ist bis heute eine offene Wunde. Es haben nicht alle Staaten, nicht einmal der Europäischen Union, diese Sezession und diese Abtrennung anerkannt. Das hat der Westen aber durchgesetzt. Und seitdem haben wir die Situation auch in Europa, dass es Veränderungen von Grenzen gegen den Willen von Staaten gibt. Der Putin, der russische Ministerpräsident, hat mal zu Olaf Scholz gesagt, das Kosovo ist ein schlechtes Beispiel, aber ein Beispiel. Um deutlich zu machen, also der Westen ist da vorangegangen. Und wir haben auch andere Situationen in Afrika. Wir haben die Spaltung des Sudan in Nordsudan und Südsudan. Der Südsudan wurde von westlichen Ländern unterstützt bei der Spaltung. Auch nicht mit Billigung, also des Kernlandes des Sudan. Es hat die Abspaltung von Eritrea gegeben, von Äthiopien. Naja, und das ist dann irgendwann anerkannt worden, faktisch anerkannt worden, aber es gibt eben dieses Verbot. Und wenn man sich die Abstimmung in der UNO anschaut, also die 135 Staaten, 35 sind es gewesen, die jetzt dagegen gestimmt haben, da haben auch viele dagegen gestimmt, beziehungsweise mit der Mehrheit gestimmt zur Verurteilung von Russland, um deutlich zu machen, dass sie keine Sezession erleben wollen. Zum Beispiel hat Serbien klargemacht, aufgrund der Erfahrung mit dem Kosovo, dass man jetzt in dieser Frage gegen Russland steht, weil man das nicht akzeptiert. Meistens ist es so, dass die Völkergemeinschaft das irgendwann zur Kenntnis nimmt, und oft bleibt es dabei, dass man diese Gebiete dann weiterhin nicht anerkennt,
als Teil eines solchen Staates, der eben diese Gebiete faktisch annektiert hat oder jedenfalls mit seiner militärischen Macht dafür gesorgt hat, dass sie in einen anderen Staatsverband kommen. Und man handelt nicht mit diesen Gebieten, man untersagt Investitionen in diesen Gebieten und so weiter. So hat man das mit der Krim auch gemacht. Als sie 2014 also sich durch ein Referendum Russland angeschlossen hat. Aber andere Dinge sind seitdem mit Russland natürlich verhandelt worden und auch geschäftlich geregelt worden. Zum Beispiel Nord Stream 2 ist erst nach der Annexion der Krim beschlossen worden. Also das heißt, man wird irgendwann doch zur Tagesordnung übergehen müssen. Ein wichtiger Fall, den möchte ich auch noch erwähnen zu diesem Thema. Die nordsyrischen Kurdengebiete sind ja praktisch auch abgespalten worden, indem also dort amerikanische Truppen einmarschiert sind, haben sozusagen den IS mitbekämpft und haben aber jetzt praktisch für eine faktische Abspaltung gesorgt. Sie besetzen insbesondere die Erdölfelder, wodurch also eine große Energiekrise in ganz Syrien ausgelöst wird. Also es gibt juristische Annexionen, die also nicht anerkannt werden, aus verständlichen Gründen. Ja, zum Beispiel die Afrikanische Union hat also auch eine Charta, wonach die alten kolonialen Grenzen, obwohl die nicht ideal waren und auch selber Konfliktstoff waren. Die waren ja von den Kolonialmächten praktisch mit dem Bleistift auf der Landkarte gezogen worden. Aber um eben kriegerische Konflikte zu vermeiden, hat die Afrikanische Union gesagt, es muss bei diesen kolonialen Grenzen bleiben. Und insofern erklärt sich also diese Haltung gegenüber einer frischen Annexion. Ja, das will aber nicht heißen, dass nicht Annexionen und eben abhängig machen von anderen, also von fremden Ländern oder Landesteilen, wie also zum Beispiel die nordsyrischen Kurdengebiete, dass das nicht laufend passiert. Ja, jetzt möchte ich Herr Wehr, Sie noch mal fragen, bei dem G20-Gipfel im Jahr 2017 in Hamburg haben doch sozusagen sehr linke Gruppen aus ganz Europa auch demonstriert gegen G20 und da wurde also auch, Putin war noch anwesend, Xi Jinping, der chinesische Präsident ebenfalls. Die wurden auch als Imperialisten gekennzeichnet und beschimpft. Was ist dazu zu sagen? Naja, diese Demonstration von 2017 waren aus meiner Sicht Demonstrationen, wo nicht differenziert wurde zwischen den G7-Staaten, die tatsächlich eine neoliberale Weltordnung durchsetzen und auch militärisch absichern und eben anwesenden anderen Staaten, vertreten durch ihre Staatschefs, also Putin und Xi. Und das wurde alles in einen Topf geworfen und man hat also diese 20 kritisiert als die Herren der Welt, aber man hat überhaupt nicht gesehen, dass natürlich der Bruch innerhalb der G20 existiert. Und das kam dann eben zu dieser Demonstration auch gegen Putin, auch gegen China, was aus meiner Sicht also kein Ruhmesblatt der Linken war, weil sie eben gezeigt hat, dass sie nicht versteht, wie diese Welt gegenwärtig funktioniert, beziehungsweise wo Potenziale zur Emanzipation der Völker liegen und wo ein Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus stattfindet und wer den Kampf auf der anderen Seite gegen diese Völker führt. Und die G20, das kommt neu hinzu, ist ein großer Erfolg, weil das das einzige Format ist, neben der UNO, wo tatsächlich diese wichtigsten Industriestaaten und die größten Staaten auch zusammenkommen. Und die G20-Gründung ist erfolgt als Resultat also der großen Finanzkrise von 2007, 2008, als man auf China angewiesen war. Und das ist durchaus berechtigt, dass China und Russland dieses Format nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und die Demonstration ging einfach,
was diese Frage angeht, ins Leere und zeigen also diese Uninformiertheit und die Unreife also der Protestbewegung, die also nichts anderes sehen kann, als dass das Staatschefs sind und man ist gegen den Staat, man ist gegen dieses und jenes, aber eine politische Aussage, die tragfähig ist, war damit nicht verbunden. Naja, da schwingt ja oft auch eben mit, ja, Russland und China wären heute auch kapitalistische Staaten, insofern eben auch von sich aus mit imperialistischen Bestrebungen. Und da geht man ja manchmal sogar auf Lenin zurück und beansprucht sozusagen Lenins Imperialismus-Theorie. Oh ja, das ist jetzt auch gerade was Russlands Agieren angeht, also eine der Erklärungsmuster, die wir in der Linken finden. Es wird einfach undifferenziert gesagt, Sie hatten das ja schon am Anfang gesagt, also Scholz spricht von Imperialismus, alle sprechen von Imperialismus. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer, weiter Begriff Imperialismus. Man spricht vom römischen Imperium, man sagt, Napoleon war imperialistisch. Und dann gibt es eben die leninsche Imperialismustheorie, ausgedrückt in diesem Buch, was ich hier nochmal mitgebracht habe, sehr zerlesen, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und viele Linke folgen dieser schematischen Darstellung, die damals, beziehungsweise damals war sie hochaktuell, aber heute ist sie eine schematische Darstellung, und sagen, Russland ist imperialistisch und versuchen rauszubekommen, ob die Kriterien, die Lenin damals an einen imperialistischen Staat angelegt haben, ob die auch auf Russland zutreffen. Also zum Beispiel, dass es eine hohe Monopolisierung gibt, dass es einen Kapitalexport gibt und dergleichen mehr. Aber man darf eben überhaupt nicht verkennen, dass Lenin eine geniale Analyse dargestellt hat und vorgelegt hat, 1916, zur Erklärung eines Krieges, der wirklich ein Krieg war zwischen imperialistischen Mächten. Weil damals kämpften die Kolonialstaaten um die Neuaufteilung der Welt. Und Lenin ging der damals. Kolonien auch. Der Kolonien, ja. Und Lenin ging damals davon aus, er sagt das ja im sechsten Kapitel, ich habe es mir nochmal extra angeschaut, also wo er dann davon spricht, von dem Kampf der imperialistischen Staaten untereinander. Also die Aufteilung der Welt unter die Großmächte, also ist der sechste Abschnitt in seiner Imperialismus-Schrift. Und er sagt, die Welt ist vollständig aufgeteilt. Und es geht jetzt nur noch um, oder beziehungsweise wieder um die Neuaufteilung. Und tatsächlich war es ja der Gegenstand. Das Deutsche Reich hat versucht, seinen Platz an der Sonne zu erreichen und wollte mehr Kolonien, wollte wichtigere Kolonien. Und die sollten England und Frankreich hergeben. Und die anderen Staaten, die da beteiligt waren, Italien und so weiter, hatten auch schon imperialistische Ansprüche. Aber die Situation hat sich vollständig geändert heute. Also damals, als Lenin diese Schrift schrieb, gab es eben noch nicht, und es ist ja schon in der Einleitung angesprochen worden, zum Beispiel ein unabhängiges Indien, das ist ja erst 1947, 48 entstanden, mit 1,4 Milliarden Menschen heute, ein Riesenblock. Es gab damals war zu Lenin-Zeiten also China mindestens eine Halbkolonie und China ist also wieder erstanden und heute der zweitwichtigste Staat, auch mit knapp 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen. Und so haben wir viele andere Länder, Indonesien, Pakistan und in Afrika, Nigeria, die also sehr große Staaten sind. Und man kann also nicht mehr davon sprechen, dass das so einfach um eine Neuaufteilung geht, sondern heute ist der Kampf, und ich denke, darüber muss man sprechen, es ist ein Kampf um den Versuch, oder es ist der Versuch des Westens, seine Stellung zu halten und neokoloniale Ansprüche anzumelden in der Welt. Und das passiert unter Führung der USA, unter Assistenz der EU und Japans. Und der Westen ist da bemüht, also tatsächlich den Einfluss dieser neu entstandenen Staaten, die Lenin noch gar nicht als unabhängige Staaten kennen konnte, also zum Beispiel Indien oder Pakistan oder auch Nigeria, aber vor allem Chinas, aber auch Russlands jetzt, zurückzudrängen und sie zu Rohstoffproduzenten zu machen, beziehungsweise die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, wie man sagt. Ja, es wird eben viel zu wenig beachtet, dass es doch eben seit Lenins Zeiten einen großen Unterschied in der kolonialen Ausbeutung gibt. Es ist eben eine neokoloniale Ausbeutung, die man nicht, was man nicht miteinander verwechseln darf. Also heute kommt es nicht mehr
so entscheidend darauf an, ein Land zu besetzen. Das haben die USA auch schon eigentlich sehr früh nicht mehr gemacht. Schon nach dem Ersten Weltkrieg haben die also eher durch Kapitalexport versucht, und es ist ihnen auch gelungen, also wesentliche Teile der Welt von sich abhängig zu machen. Ich will da jetzt mal zum Beispiel auch Gramsci zitieren, der nach der Niederlage der norditalienischen Rätebewegung, das Zentrum waren die Fiat-Werke in Turin, dort hatte er die Rätebewegung ja selber geleitet, beobachtet hat, dass also nach der Niederlage dieser Rätebewegung, die ja die Fiat-Werke besetzt hatten, sogar weiter selber produziert hatten, diese Fiat-Werke nur wieder sozusagen in Gang zu bringen waren durch amerikanisches Kapital. Und er nennt das also eine Kolonisierung, dass also Amerika versuchen wird, Italien zu kolonisieren. Ja? Und das ist eben sehr wichtig, und ich denke, dass das in linken Kreisen heute kaum noch oder viel zu wenig diskutiert wird, dass also die Hauptabhängigkeiten heute durch Geldflüsse und vor allen Dingen auch durch Kapitalflüsse vonstatten gehen und die militärische Seite nur der Anfang ist oder manchmal sogar überhaupt nicht stattfindet, aber das eigentliche imperialistische Movens sind also Geldflüsse, übrigens auch Kreditpolitik, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ein wesentlicher Einschnitt eben in den 50er und 60er Jahren, oder man kann eigentlich sagen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass also viele Staaten unabhängig wurden und auch versucht haben, sich aus dieser neokolonialen Abhängigkeit ihrer ehemaligen Mutterländer, aber auch der USA irgendwie zu befreien. Aber es bestand eine große Abhängigkeit auf dem technologischen Sektor. Also das war sozusagen kaum möglich, sich zu entwickeln, ohne nicht wieder sozusagen in Abhängigkeit doch auch von westlichen Staaten zu geraten. Also ich habe ja selber in den 80er Jahren in Algerien gelebt, und mir wurde das sofort klar, dass in diesem Land also gar kein Verkehrssystem existieren könnte, wenn nicht westliche Autos und Busse importiert werden. Die konnten nicht aus der Sowjetunion oder aus der DDR kommen. Dieser Ostblock war viel zu schwach, um also den Entwicklungsländern dieses technische Know-how und eben auch die Mengen an Waren überhaupt zu liefern. Und das hat sich aber geändert. Also der ägyptische Ökonom Samir Amin, der hat also vor einigen Jahren eine sehr interessante Schrift gebracht. Heute kann diesen Ländern durch chinesische Technik geholfen werden und der westliche Einfluss also auf diese Weise zurückgedrängt werden. Wie sieht das nun aus? Also ist denn nun chinesischer Einfluss und russischer Einfluss, der ja insbesondere in Afrika, aber sogar in Lateinamerika zunimmt, ist der vergleichbar mit dem Einfluss der alten imperialistischen Staaten? Ich würde noch mal auf einen Schritt zurückgehen. Ja. Also bevor ich da was zu China sage, was ich also nur unzureichend tun kann, ich bin kein großer China-Experte, aber wir gehen einfach davon aus, oft sehr schnell, also wir gehen gleich zu der Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Dritten Welt, des globalen Südens, also durch Kredite, da kommt natürlich der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, also die amerikanischen Instrumente, aber auch gibt es eine ganze Reihe europäischer, auf die ich noch zu sprechen komme. Aber bevor man über die ökonomische Abhängigkeit und die technologische Abhängigkeit, über die Sie ja auch gesprochen haben, bevor man darüber spricht, muss man doch nochmal sich in Erinnerung rufen oder muss sich klar werden, dass natürlich der
Westen, also wenn ich ihn jetzt als imperialistischen Westen bezeichne, als diese Staatengruppe, die sich vor allem in der G7, aber auch in der NATO vor allen Dingen, man kann sie ja benennen, gute 30, 40 Staaten, mehr sind das ja gar nicht. Wie geht der Westen vor? Und er geht natürlich, hat er in der Hinterhand, beziehungsweise was nicht ganz so immer auf dem ersten Blick erkennbar ist, hat er natürlich die militärische Macht, also der militärische Knüppel, der natürlich die Grundlage ist, also für die Durchsetzung der neoliberalen Wirtschaftsordnung. Man darf das nicht einfach überspringen, weil sie haben sich aus vielen Ländern zurückziehen müssen. Das sind also, was eben gesagt wurde, natürlich, also wie Algerien, also wo gar kein Stützpunkt existiert, ausländisch und so weiter, haben sich in unterschiedlichem Maße freimachen können von dem kolonialen westlichen Einfluss. Aber die alten imperialistischen Staaten oder westlichen Staaten, also wie Großbritannien und Frankreich, haben erstaunlicherweise noch eine ganze Reihe von Kolonialgebieten, die gar nicht so in den Blick kommen, weil das oft kleine Inseln sind. Also eine der bekanntesten Inseln ist Diego Garcia im Indischen Ozean oder auch Neukaledonien in der Südsee. Und das sind alles Gebiete, die von der Bevölkerungsmasse und von der Ökonomie keine große Bedeutung haben, aber als Stützpunkte. Als Militärstützpunkte. Als Militärstützpunkte, ja. Überall also eine große Rolle spielen. Und über die verfügen die alten Staaten, Frankreich und Großbritannien, in Kooperation mit den USA. Das ist beispielsweise auch der Grund gewesen für den Falklandkrieg. Es ging ja um die Beherrschung des Südatlantik und man wollte nicht, dass da eine Macht wie Argentinien, der man nicht traut, also das Gebiet kontrolliert, sondern man wollte das eben britisch behalten, um amerikanische Abhörstationen dort errichten zu können. Und das läuft oft ganz eng, USA, Großbritannien, aber auch USA, Frankreich. Also es gibt wie ein Archipel, also gibt es also auf der ganzen Welt kleine Inseln oder nehmen wir die Stützpunkte in Zypern, direkt vor der Küste von Syrien, die Briten noch weiterhalten. Also es gibt, die USA unterhalten in 170 Ländern Stützpunkte. Oder nein, nicht in 170 Ländern, das ist übertrieben, aber sie unterhalten 170 Stützpunkte in ganz vielen Ländern. Ich weiß jetzt nicht die Zahl, wie viel das sind. Und Russland hat doch angeblich nur einen. Na, sie haben noch in Zentralasien noch ein paar Stützpunkte in Turkmenistan und so weiter. Aber außerhalb, also des GUS-Bereichs, haben sie nur einen und das ist in Syrien, Tartus. Ja, und das darf man nicht verkennen. Beispielsweise, wir sprachen schon über das Kosovo. Das Kosovo ist nach der Abtrennung als selbstständiger Staat unter dem Schutz, Protégé von USA. Und da ist ja auch ein großer Militärstützpunkt. Ja, und das ist Camp Bondsteel, übrigens benannt nach einem Veteran des Vietnamkrieges. Das zeigt also, in welcher Kontinuität also ein sowas gemacht wird, mit 7000 Soldaten der US-Armee und anderer. Das heißt also, solche Stützpunkte, auf diese Stützpunkte sind diese Länder noch sehr angewiesen. Und nur mit diesen Stützpunkten kann man also tatsächlich dann auch operieren. Also man kann eingreifen in diese Länder, man kann farbige Revolutionen initiieren, man kann sie unter Druck setzen oder man kann Sanktionen vor allen Dingen kontrollieren. Diese Stützpunkte sind sehr, sehr wichtig, also weil sie oft eben kleine Inseln sind. Und man geht also eigentlich davon aus, die Welt gehört jetzt den Staaten oder den Völkern, die sie bewohnen. Aber so einfach ist das nicht, sondern man muss eben da hingucken. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Organisation eben, also dass der Neoliberalismus und dass die Weltherrschaft der kapitalistischen Weltordnung letztendlich auch militärisch weiter gesichert werden. Auch wenn es natürlich ein Riesenfortschritt ist, dass diese Kolonialländer also unabhängig geworden sind und sehr viel mehr Spielraum bekommen haben, das ist ganz klar. Sonst hätten wir ja die alte Situation mit der Kolonie, aber man hat eben doch noch seine Instrumente. Ja, jetzt die weitere Frage. China und Russland, das ist in der Tat so. Also das war ja schon in Zeiten der Sowjetunion so, dass bei aller Unzureichenheit, also der Technik, was ja eben beschrieben wurde, Algerien, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber für viele Befreiungsbewegungen war die sowjetische Militärhilfe also der entscheidende Punkt. Also zum Beispiel hätte Nordvietnam oder auch die Vietcong, also die Viet Minh, sicherlich nicht, also die USA besiegen können, wenn sie das nur mit den eigenen Waffen hätten tun müssen. Sie bekamen Unterstützung an Waffen, an Ausrüstung aus China und vor allen Dingen aus der Sowjetunion damals. Und das galt auch
für Angola, für Mosambik und das galt auch für das heutige Simbabwe und das galt auch für Südafrika und so weiter. Also das war schon ein Gegenpol und der jetzt weiterlebt, also wenn man so will. Russland kann man ja in vieler Hinsicht kritisieren, also was die Innenpolitik angeht, ob es ist sicherlich kapitalistisch ist, von Oligarchen beherrscht und so weiter. Aber es ist ein Anker und eine Unterstützungskraft für Venezuela, für Kuba, Nicaragua, also für Länder, die unter Druck des US-Imperialismus stehen oder auch des Europäischen. Also das, sie Afrika, haben schon eine Mali jetzt, also in Afrika wird jetzt der russische Republik, Einfluss stärker und diese Staaten bekommen wenigstens die Möglichkeit zwischen verschiedenen Angeboten, zwischen verschiedenen Wegen zu wählen. Und ich glaube auch, dass die Feindlichkeit, die jetzt die NATO ausdrückt und die USA gegenüber Russland also ins Spiel bringen, dass diese Feindlichkeit auch damit zu tun hat, dass Russland also mehr im globalen Süden auch Freunde hat und offensichtlich auch Erfolg hatte. Also das Syrien-Beispiel oder auch das Kräftegleichgewicht in Libyen und jetzt die Unterstützung in Mali und in Burkina Faso und in der Zentralafrikanischen Republik, ist ja alles schon gesagt worden. Das passt denen gar nicht und deswegen will man Russland also auch unter Druck setzen. Naja, und was China angeht, ist, dass China hat ganz andere ökonomische Möglichkeiten. Also diese Seidenstraße-Initiative verschafft sehr vielen Ländern also Spielraum, sich überhaupt zu entwickeln und Infrastrukturmaßnahmen in Angriff zu nehmen, die sie mit sogenannter westlicher Hilfe niemals hätten in Angriff nehmen können. Weil die wollten ja nur die Bergwerke modernisieren und bestenfalls eine Eisenbahn zu den Bergwerken bauen, damit diese Güter abtransportiert werden können. Also dass zum ersten Mal tatsächlich Infrastruktur großflächig in Afrika errichtet wird, das hat man den Chinesen zu verdanken und ihrer Kreditpolitik, die natürlich nicht uneigennützig ist, aber auch auf der anderen Seite diesen Staaten sehr nutzt. Und ich will noch hinweisen auf die Asian Infrastructure Investment Bank, die eine Alternative zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank darstellt und mit anderen Kriterien die Kredite vergibt. Nicht, wo gesagt wird, also ihr, wenn ihr einen Kredit bekommt, müsst ihr das Gesundheitswesen privatisieren oder sowas, sondern die lassen den Staaten sehr viel mehr Spielraum. Also das China ist vor allen Dingen im ökonomischen Bereich und in der Hilfe für die Drittweltstaaten, den globalen Süden sehr wichtig. Russland ist aber weiterhin sehr wichtig für die Militärhilfe. Weil diese Staaten, wie beispielsweise Iran oder auch afrikanische Staaten oder auch eben Venezuela und Nicaragua, würden dieses Militärmaterial niemals bekommen von westlichen Staaten. Aber sie bekommen es von Russland. Und damit ist Russland noch weiter ein Faktor, auch wenn es eben kapitalistisch ist. Ja, ein wesentliches Mittel, mit dem imperialistische Politik des Westens betrieben wird, sind ja Boykotte und Sanktionen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Stufen, also die erste vielleicht schon erwähnt, IWF und Weltbank, die also ganz unter neoliberalen amerikanischen Einfluss stehen und Kredite nur vergeben, wenn also Privatisierungen durchgesetzt werden oder eben Kürzungen im Sozialhaushalt, was natürlich gerade für Entwicklungsländer ein Riesenproblem ist. Da sind ja die Sozialstaaten an sich noch gar nicht groß entwickelt und das bringt also viele Menschen in Not. Und das hat unter anderem auch, glaube ich, dazu geführt, dass sich viele Länder dann doch China und Russland zuwenden, weil das also die Zusammenarbeit nicht auf solchen praktisch unmenschlichen Bedingungen beruht, ja, dass man da also den Sozialstaat kürzt. Ein Mittel, was faktisch identisch ist mit militärischen Aktionen, sind eben Boykotte und Sanktionen. Es wird ja hier sehr schlecht informiert, zum Beispiel über die Hilfsgelder, die also vom Westen nach Syrien zum Beispiel fließen. Da wird immer gesagt, ja, das ist Syrienhilfe, aber diese Hilfe geht ja nur an die von der Türkei
kontrollierte Nordprovinz, wo sich also die islamistischen Gruppen, die also für den Westen und gegen die syrische Regierung gekämpft haben, zurückgezogen haben, und diese sind erhebliche Mittel, die dorthin gehen. Und es wird aber so verkauft, als gingen die an das ganze syrische Volk. Syrien steht, bekommt nicht nur keine humanitäre Hilfe vom Westen, die bekommen nur sehr, sehr geringe Hilfe von der UNO, ja, die aber die Menschen praktisch nicht über, nicht mal richtig zum Existenzminimum bringt. Aber das Schlimme ist, dass also Syrien auch unter Handelsboykott steht. Und nicht nur Syrien selbst bekommt also keine Medikamente oder andere dringend benötigte Waren für den Wiederaufbau seiner Infrastruktur. Auch Länder, die mit Syrien handeln wollen, stehen unter dem sogenannten Caesar-Gesetz, das die USA erlassen haben. Und wer also mit Syrien handelt, wird auch sanktioniert. Ja? Ein ähnlicher Mechanismus besteht für den Iran. Ja? Wobei der Iran ist noch eine andere Nummer, weil er ist natürlich selber ein selbstständiger Player im Nahen Osten. Und also das ist jetzt noch was anderes als Syrien. Aber in Syrien besteht wirklich eine sehr, sehr große Not, die aber, wie gesagt, durch den Westen, der sich ja immer viel zugute hält auf Menschenrechte und so weiter, künstlich in Not gehalten wird, und zwar in sehr großer Not. Ja. Ja, können Sie uns, Herr Wehr, vielleicht noch etwas sagen, was ist denn diese Konstruktion der BRICS-Staaten, die ja auch von Russland und China gefördert wird wohl, und ja, der Unterschied, glaube ich, zu den Bündnisangeboten, die vom Westen kommen, ist ja wohl, dass da nicht so in die souveränen Angelegenheiten, also in die politischen Konstruktionen der Länder hineingeredet wird. Sogar Brasilien ist ja wohl Teil der BRICS-Staaten. Ja, die BRICS-Staaten sind faktisch aber nur ein sehr loses, wenn es überhaupt, wenn man sagen kann, ein Bündnis, kann man eigentlich nicht davon sprechen. Es gibt Treffen der BRICS-Staaten. Das Komische ist eigentlich, dass es ein Begriff ist aus dem Finanzmarktkapitalismus. Man hat irgendwann in den Anfang der 2000er Jahre gesagt, das sind so die Schwellenländer, und hat also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika also einfach zusammengezogen und hat ein Akronym gebildet, also BRICS. Das kam eigentlich aus New York, aus der Wall Street. Und dann hat sich das irgendwie dann doch durch Kooperation verfestigt, also unter der Regierung von Lula in Brasilien und dann durch die progressiven Regierungen in Südafrika, und Indien war dabei und ist dabei. Man trifft sich immer mal wieder, aber es ist kein echtes politisches Bündnis, das wäre auch kaum möglich, wenn man sich das anschaut, was in Brasilien gegenwärtig, also bisher Präsidentschaft war, oder was in Indien auch Modi, also ist ja nun wirklich kein progressiver, aber diese Staaten haben bestimmte Interessen und koordinieren das. Und China versucht das auch ein bisschen voranzubringen. Und jetzt in der UNO hat sich gezeigt, also diese BRICS-Staaten sind die wichtigsten Staaten, die also nicht der Verurteilung Russlands zugestimmt haben, weder im März, also nach der Intervention, nach dem Beginn der militärischen Intervention, noch jetzt bei der Verurteilung der Sezession, nach der Abtrennung, sondern die BRICS-Staaten halten also interessanterweise trotz unterschiedlicher politischer oder sehr unterschiedlicher politischer Ausrichtung doch irgendwo zusammen, weil man eben nichts Gutes erwartet von dem, was der Westen dort tut. Und ich will noch mal sagen, diese Sanktionen, die man jetzt ausgesprochen hat gegen Russland, sind die schärfsten, die man überhaupt in den letzten 20, 30 Jahren ausgesprochen hat. Da sind die Sanktionen gegen Südafrika damals die also das Ende der Apartheidspolitik herbeiführen sollten, also harmlos gewesen. Also beispielsweise der brutalste Eingriff war das Einfrieren
der Devisenvorräte bzw. des Devisenschatzes Russlands, den dieses Land in anderen Währungen, in Euro und in Dollar, nicht hortet, das ist das falsche Wort, aber eben zur Verfügung hat, aber eben in anderen Währungen. Das ist sozusagen der Goldschatz, den man hat. Wenn man das genau nimmt, sind solche Maßnahmen wie das Einfrieren und das Wegnehmen, also solcher Vermögenswerte, also ein Kriegsgrund. Und das hat in der dritten Welt, in Indien, aber auch in Indonesien, in den Philippinen und sonst wo, also da hat mal ein indischer Blogger geschrieben, das hat zum Gefrieren des Blutes geführt, also im wortwörtlichen Sinne. Weil nämlich ihnen plötzlich klar geworden ist, der Westen kann mit diesen Maßnahmen in jedes Land unter Druck setzen und zerstören. Also wenn man jetzt, wenn jetzt also irgendwie die USA zu der Erkenntnis kommen, Indonesien handelt grundfalsch und die frieren also die gigantischen Dollarreserven in den USA ein oder Brasilien handelt grundfalsch, dann sind diese Staaten faktisch erledigt oder sie haben ungeheure Probleme, überhaupt ihre Rohstoffe zu kaufen. Also da ist ihnen klar geworden, was hier abläuft, könnte auch sie treffen und das schweißt auch wiederum diese Staaten des globalen Südens zusammen. Das ist also eine völlige Fehleinschätzung, also auch der deutschen Politik, auch der deutschen Außenministerin, die glaubt also dort also voranzukommen mit ihrer Politik gegenüber dem globalen Süden, hat diese Haltung also zu einer Verhärtung und zu einer Klärung geführt, dass man sich jetzt schützen muss und beziehungsweise also die Übertragung von Devisenvorräten in chinesische Währung, also die hat danach also einen großen Sprung gemacht, weil man natürlich weiß, also mit der Europäischen Union und mit den USA, also da ist man auf unsicherem Eis und die Sanktionen nochmal, das ist also insgesamt das verheerendste Mittel, also die, was der Westen gegenwärtig einsetzt, das ist ganz klar. Technologische Sanktionen auch gegen China und gegen viele Länder. Also man denkt immer, die USA setzen die Sanktionen dann breitflächig ein, aber die EU hat eine riesenlange Sanktionsliste gegen alle möglichen Staaten. Ja, die EU handelt natürlich auch in Koordination mit den USA. Und das ist natürlich sozusagen ein viel tiefgreifenderes Verändern und in Schach halten von Völkern und Ländern als das, was also man vielleicht Russland vorwerfen kann, ohne jetzt irgendwas, also die Lage verniedlichen zu wollen. Ja. Also wir sind schon drauf gekommen, Sie haben das ja ausführlich auseinandergesetzt, dass es vor allen Dingen der militärische Druck ist, der also den westlichen imperialistischen Staaten auch ermöglicht, andere Länder unter Druck zu setzen. Und da ist jetzt der Begriff der NATO nicht gefallen. Ja. Nicht? Und das führt uns natürlich sozusagen wieder in die Aktualität. Also die Einkreisung Russlands und der Versuch, also diese Einkreisung nach Westen hin zu schließen mit der Ukraine, das ist natürlich Teil eben dieser neoimperialistischen Strategie. Ne? Und insofern vielen Leuten wird ja auch eingeredet, die NATO wäre ein reines Verteidigungsbündnis, es ginge also um westliche Werte und so weiter, die da verteidigt werden müssen. Wie gesagt, der jetzige schreckliche Krieg, der da also stattfindet, der hat sehr viel damit zu tun, dass also durch die NATO und die Militärbündnisse, die eben der Westen hat, und zwar weltweit, dass da also jetzt noch diese große Lücke geschlossen werden soll, die also die über 1000 Kilometer lange Grenze zwischen der Ukraine und Russland betrifft. Wir sind also überhaupt nicht am Ende der Geschichte, was Francis Fukuyama mal nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sozusagen in die Welt gesetzt hat. Wir haben ja seitdem unglaublich viel schwere Kriege,
Zerstörung ganzer Staatswesen, Failed States, wenn ich mal allein an Libyen denke, das den höchsten Lebensstandard in Afrika hatte, muss man sich mal vergegenwärtigen. Und jetzt, also nicht nur politisch, sondern eben auch lebensstandardmäßig ganz heruntergekommen ist. Das alles ging mit einem Schleifen des Völkerrechts einher, so wie wir es gekannt haben. Naja, die NATO ist, auf die NATO muss man natürlich noch mal separat zu sprechen kommen, weil die NATO ist ja einer der Gründe, also die NATO-Erweiterung um osteuropäische Staaten, die vertragsbrüchig, wenn man das so nennen kann, auch wenn das nicht, leider nicht, also zwischen der niedergehenden Sowjetunion von Gorbatschow und den Verhandlungspartnern also festgehalten wurde, aber es ist der niedergehenden Sowjetunion versprochen worden, also man wird sich nicht ausdehnen nach Osten und man hat genau das getan, Schritt für Schritt, sodass man jetzt, also wenn man die estnisch-russische Grenze sich anschaut, also nur noch wenige Kilometer vor St. Petersburg, also dem alten Leningrad steht. Und jetzt kommen noch Schweden und Finnland dazu. Und dieses Verbot beziehungsweise die Zurückhaltung, die man sich bisher auferlegt hat, also dort Stützpunkte einzurichten und so weiter, das wird alles jetzt oder ist in Frage gestellt und wird in Frage gestellt jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs. Man wird also feste Stationierung dort vornehmen, amerikanischer, aber auch deutscher Truppen. Das heißt also, man rückt also Russland immer näher und man rückt ihm auf den Pelz. Das hat ja Putin auch damals am Vorabend der Intervention in der Ukraine deutlich gemacht, dass sie befürchteten und zu Recht befürchteten, dass auch die Ukraine und Georgien irgendwann aufgenommen werden. Das war ja nur verschoben worden 2008 und er hat ja auch, also als Herr Scholz das sagte mit dem Kosovo, dass das also ein schönes Beispiel ist, da hat dann der Scholz auch gesagt, also auf die Frage, jedenfalls ist das so berichtet worden von Putin, oder auf die Vorhaltung, also die Ukraine soll ja auch irgendwann Mitglied werden und auch Georgien, dann hätte Scholz gesagt, also er versteht gar nicht über Fragen, die nicht tagesaktuell ist, warum man sich darüber streitet. Und dann sagte der russische Ministerpräsident oder Präsident, ja, aber morgen ist morgen und es ist wieder ein anderer Tag und dann kann es also passieren und die Ukraine will ja unbedingt Mitglied werden. Und das war natürlich und ist einer der Gründe also für diese Intervention gewesen. Also der Westen tut so, als würde das alles grundlos sein und hätte es nie eine Vorgeschichte gegeben. Es gab die Vorgeschichte im Donbass oder ja, Donetsk und Luhansk, also dieser Bürgerkrieg, der dort existierte, aber es gab eben auch die Ausdehnung der NATO und das war schon 2014 ein Thema. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Separation der Krim und die Aufnahme in den russischen Staatsverband den Hintergrund hatte gar nicht, dass man diese schöne Insel also für sich und für die Touristen also haben wollte oder weil es eben ursprünglich immer russisches Gebiet war, was dann irgendwie Khrushchev also der Ukraine geschenkt hat, sondern der entscheidende Punkt war dieser Stützpunkt Sewastopol. Ja, das weil als bei der Auflösung zwischen der Sowjetunion und dem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland hat man sich so geeinigt, dass beide Staaten gleichberechtigt diesen Stützpunkt nutzen können. Also dass die Schwarzmeerflotte aufgeteilt wird zwischen der Ukraine und Russland und dass der gemeinsame Stützpunkt natürlich Sewastopol ist, weil es gibt an der Nordküste des Schwarzen Meers also keinen so geeigneten Stützpunkt und einen solch groß ausgebauten Stützpunkt. Und nach dem Putsch in Kiew, nach dem Maidan-Putsch, haben ehemalige Präsidenten und auch der neue Präsident, also der dort also Janukowitsch weggeputscht hatte, klargemacht, dieser Vertrag wird nicht mehr verlängert. Der war ja eigentlich, ich glaube, bis in die 40er Jahre, bis 2040 oder 44 sollte Russland das Recht haben, gemeinsam mit der Ukraine diesen Stützpunkt zu betreiben. Und Russland hatte einfach die Befürchtung, und ich muss sagen, es war mit Sicherheit, werden alle Militärexperten sicherlich so sehen, war mit Sicherheit nicht aus der Luft gegriffen, dass das nicht lange dauert, dann weht die blaue Flagge über Sewastopol. Und damit wäre die Pipeline, die zwischen Bulgarien und Russland läuft, also oder auch überhaupt, also die strategische Situation der Schwarzmeerflotte der
der Russischen Föderation unhaltbar geworden, weil sie hätten ja nur noch Novorossija gehabt und Sotschi. Und damit wären sie in eine Ecke des Schwarzen Meeres abgedrängt worden. Also die Okkupation und die Eingliederung der Krim war sicherlich einer der, hatte den Grund, dass dieser Stützpunkt gehalten werden musste. Und die Krim hat wiederum jetzt eben das nach sich gezogen. Um die Krim stabilisieren zu können, braucht man das Hinterland. Also eins zieht das andere nach. Also weil natürlich auch die Ukraine immer gesagt hat, sie wird mit amerikanischer und mit der Hilfe der Briten, aber auch mit Hilfe der EU und wann die Krim zurückerobern wollen. Und das ist ja auch gar nicht so mit modernen Waffen und moderner Logistik und Navigationsunterstützung mit Satelliten der USA auch gar nicht so von der Hand zu weisen, dass die Gefahr bestanden hätte. So hat man jetzt also irgendwie doch einen Präventivangriff gestartet im Februar. Ich glaube, da kommt man dann zu den Dingen, die wirklich zählen. Und ich glaube, dass die Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden also eine ganz fatale Entwicklung ist, weil damit kriegt auch Russland eine neue Grenze. Und wenn man mal in die Geschichte, also eine neue Grenze zur NATO von über 1000 Kilometer, wenn man in die Geschichte mal hineinblickt, dann weiß man, dass die Wehrmacht ja auch aus Finnland vorgerückt ist und dass auch finnische Truppen also an dieser verheerenden Blockade von Leningrad beteiligt waren. Also da sind Urängste, die zu Recht existieren, also werden dort wieder aktuell. Und ja, und das muss man einfach sehen, also dieses Militärische spielt doch eine große Rolle. Ich glaube, jetzt wird offensichtlich, dass bei aller neoliberalen Weltordnung, aber der Boden ist das Militär. Und beziehungsweise, wenn das Militärische nicht da wäre, hätte es der Westen viel schwerer. Und doch muss also ein politischer Ausweg gesucht und gefunden werden gegen dieses leere Geschwätz, unsere Freiheiten und so weiter, die da also angeblich in der Ukraine verteidigt werden, kann man oder muss man ein ganz anderes Wertesystem meiner Meinung nach setzen. Wir brauchen wieder die Anerkennung einer multipolaren Welt, die Anerkennung souveräner Rechte von Weltregionen und eben auch einzelnen Ländern. Und die Welt muss sich auf Armutsbekämpfung und auch fertig werden mit dem Klimawandel konzentrieren. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und wie gesagt, das Militärische muss wieder zurückgedrängt werden. Es müssen Abrüstungsgespräche beginnen, nicht nur Ende von Kriegen, sondern eben es muss dann auch wieder abgerüstet werden. Ich habe vor kurzer Zeit einen Artikel einer amerikanischen Journalistin gelesen, die also erforscht hat, welche Umweltverschmutzung und welchen Verbrauch von Ressourcen allein die stehenden Heere, ohne dass sie überhaupt im Krieg aktiv werden, was die also verbrauchen, ja. Ein modernes Bomberflugzeug verbraucht in einer Stunde so viel Treibstoff wie ein normaler Autofahrer in 7 Jahren. Das müssen wir wirklich uns hinter die Ohren schreiben und also sehr intensiv gegen Krieg, gegen die NATO-Erweiterung und ja, also gegen diese Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen aufgrund von Militär und aber auch ökonomischer Erpressung dagegen aufzutreten. Ja, das ist ja fast schon ein Schlusswort. Ja, ja, also natürlich, also ich unterstütze das vollkommen und kann mich da auch sehr kurz fassen. Eine multipolare Welt steht, wenn man das mal so sagen kann, auf der Tagesordnung oder ist das Ziel, also beziehungsweise ist etwas, was der heutigen Zeit entspricht. Man wird China nicht mehr kolonisieren und man wird China auch nicht mehr militärisch besetzen können. Und man muss es respektieren und man muss auch seine Sicherheitsinteressen respektieren und man muss auch respektieren, damit fing es ja erstmal an, dass man respektiert, dass es ein Staatsgebiet hat, was auch Taiwan umfasst, ja, auch wenn es dort nicht
die Regierungsgewalt ausübt, aber dass es eben nur ein China gibt. Das ist ja selbst das ist ja zurzeit. Also, darf ich mal kurz sagen, der Meinung ist übrigens auch Taiwan, dass es nur ein China gibt. Naja, die hatten das immer, insbesondere die Kuomintang-Regierung, die ja bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren also die Regierung führte, hatte ja auch immer den Anspruch, ein China-Politik, sie würden also die Volksrepublik repräsentieren. Also das war natürlich in gewisser Weise größenwahnsinnig und auch unrealistisch, aber das verlassen jetzt die Amerikaner und das verlassen auch die Europäer. Es ist ja nicht zu glauben. Also es fahren aus dem Bundestag Menschenrechtsgruppen oder aus dem Menschenrechtsausschuss oder was es da gibt, fahren nach Taiwan und unterstützen sie und gehen also faktisch also davon aus, dass es nicht diese faktische und völkerrechtlich abgesicherte Situation gibt, dass es nur ein China gibt. Also das ist China und also diese multipolare Weltordnung verlangt ja erstmal, dass die Territorien respektiert werden. Ja? Und was Russland angeht, Russland, das ist sehr, sehr wichtig. Das muss anerkannt werden, dass sie eben politische Erfahrung haben aus mehreren Weltkriegen, in denen ihre Existenz auf dem Spiel stand. Und was jetzt, wo jetzt der Westen staunt, warum der Putin solche Unterstützung hat und warum das nicht aufbricht und warum man nicht, also warum nicht gigantische Demonstrationen in den großen Städten gegen seine Politik, gegen die Teilmobilisierung und so weiter, gegen die ökonomische Belastung des Krieges in der Ukraine und so weiter losbrechen. Das hat einfach damit zu tun, dass die russische Bevölkerung durch ihre Elterngeneration, durch ihre Großelterngeneration vor allen Dingen, also die Erfahrung transportiert bekommen hat, dass dieses Land immer wieder in Frage gestellt wird. Immer wieder in Frage gestellt wird. Und ich habe ja einiges genannt, also diese Erweiterung um Finnland, um Schweden, diese Vorrücken der NATO, also das erinnert, das bringt natürlich also Erinnerungen hoch, die im Westen völlig unverstanden sind. Und Russland braucht Sicherheitsgarantien, sonst geht das gar nicht. Also es muss Garantien bekommen, dass Georgien und die Ukraine nicht Mitglied der NATO wären und dass auch die wenigstens große Stützpunkte oder Stützpunkte aus den baltischen Staaten abgezogen werden und dass nicht also die NATO also mit Stützpunkten an die Grenze tritt von Russland, also wo sie in kürzester Zeit also die Metropolen Russlands erobern können. Man muss sich ja vorstellen, dass also von der ukrainisch-russischen Grenze also Stalingrad nur knapp 200 Kilometer entfernt ist. Ja, und über Stalingrad muss man nicht reden. Das heißt, wir brauchen eine multipolare Welt unter Anerkennung des globalen Südens. Dazu gehört auch, dass man die Rechte, so egal wie sie reagiert werden, von Brasilien anerkennt und Indien vor allen Dingen auch. Aber was ich besonders wünsche, und da kann ich dem nur zustimmen, was Sie gesagt haben, wir brauchen eine Realpolitik. Also die bundesdeutsche Außenpolitik besteht ja darin, dass man die Länder einteilt. Auf der einen Seite sind die guten Länder, das sind, wo Frauenrechte gewahrt werden, wo Homosexuelle frei leben können, wo Transgender-Menschen respektiert werden. Und dann gibt es die autokratische, diktatorische Welt, wo das alles nicht der Fall ist. Also das ist eine völlige, und das heißt ja die feministische Außenpolitik bei Baerbock, das ist eine Politik, mit der man wohl Parteitage bestreiten kann, wo man Programme schreiben kann. Aber wenn man am Werderschen Markt sitzt, im Auswärtigen Amt, ja, dann muss man eine andere Politik betreiben, eine Realpolitik. Man muss die Dinge zur Kenntnis nehmen und man muss, was Sie gesagt haben, also auch zur Kenntnis nehmen, wenn man wirklich also gegen den Klimawandel oder die Veränderung des Klimas vorgehen will, dann muss man mit China kooperieren. Und mit Russland, und mit Russland erst recht, wegen der riesigen Gebiete, die Sie im Norden haben oder auch wegen der großen Kohleabhängigkeit und so weiter. Also wenn man kann diese Staaten und mit Indien vor allen Dingen, man kann diese Staaten sich, wenn man sich die zum Feind macht, dann wird man also auf vielen anderen Gebieten also keinen Zentimeter vorankommen, wo es sehr wichtig ist. Das ist zurzeit offensichtlich ganz verloren gegangen und die Realpolitik war mal in der SPD zu Hause. Von Donani hat vor kurzem daran erinnert. Aber wenn man sich das heute anschaut, da fehlt es an allem. Ich bin sehr pessimistisch, ob die deutsche Politik und auch die Politik der EU als Ganzes oder auch die US-Politik, also wie man so schön sagt, die Kurve kriegen werden. Also wenn ein Scholz sich hinstellt und sagt, also Russland muss verlieren und wir werden niemals anerkennen, dass sie also territoriale Gewinne dort machen, dann,
dann wird er entweder also seine Position korrigieren müssen oder aber es wird also bei einer tiefen Spaltung der Welt enden und das wäre wirklich fatal. Naja, oder noch schlimmer, also wir nähern uns ja auch einer kriegerischen Eskalationsgefahr. Ja, vielen Dank, Andreas Wehr.